Hi Freunde, Mortenmann hier. In diesem Video zeige ich dir, wie du die moderne Axt bekommen kannst. Ist quasi ein Upgrade zu der Axt, die ich gerade in der Hand halte, die ihr am Start bekommt, mit dem ihr oder mit der ihr tatsächlich auch Bäume hacken könnt. Das Ganze geht dadurch ein bisschen schneller und sie macht natürlich auch mehr Schaden. Wenn dir das Video gefällt, Daumen nach oben. Hast du noch Fragen oder Anregungen, gerne in die Kommentare und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit du kein Video mehr verpasst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Video. Die moderne Axt ist wahrscheinlich eine der ersten Waffen, die man im Spiel findet, zumindest wenn man zufällig dran vorbeiläuft. Wir befinden uns an der Karte relativ weit am Absturzpunkt, zumindest bei meinem oder der Taucherhöhle, und zwar südlich davon, quasi bei dem ersten lilanen Dreieck, das bei mir auf der Karte zu finden ist. So, ich zoome mal ran, wo genau wir stehen. Wir sind hier quasi an einer Abgrenzung, und zwar finden wir hier eine Art Camp. So, in dem Camp finden wir mehrere Items. Wir haben hier zum Beispiel Weinflaschen, ja, alles klar, Wodkaflaschen. Wir haben hier einen Punkt zum Speichern. Wir haben hier mehrere Körbe oder Boxen, die wir looten können, wo immer random Shit drin ist. Und wir haben hier den Kollegen, der hier liegt, mit der Axt. So, moderne Axt ist collected. Wir können die Axt uns nochmal anschauen. Die ist quasi ähnlich zur normalen Axt, wenn wir die ausrüsten, ein bisschen größer. Und die Besonderheit, ihr könnt damit auch Bäume hacken, wie mit der normalen Axt auch. Das Ganze nur ein bisschen schneller, wie ihr seht. Ist quasi äquivalent zu den anderen Waffen, die es so gibt. Und ja, ich finde die Waffe eigentlich ganz cool, gerade weil du mit ihr Bäume schneller hacken kannst und das Ganze nochmal einen großen Benefit bringt. Wenn man zum Beispiel diese Axt vergleicht mit der Feuerwehr-Axt, sieht man ganz klar, die Axt schlägt einfach viel, viel schneller, was einen deutlichen Bonus gibt. Und die Steigerung davon wäre nur noch die Kettensäge, mit der es auch möglich ist, theoretisch Bäume zu fällen. Da geht es natürlich noch schneller mit. Wenn ihr die Kettensäge haben wollt, guckt mal gerne auf meinem Account, beziehungsweise in meinem YouTube-Kanal. Da gibt es ein Video dazu, wie genau du die Kettensäge bekommst und da dann nochmal das nächstmögliche Upgrade zur modernen Axt. Aber gerade für den Anfang ist die moderne Axt sehr, sehr nice und kann sehr, sehr gut benutzt werden. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Wenn dem so war, gib einen Daumen nach oben. Hast du noch Fragen? Wie gesagt, gerne in die Kommentare und lass doch gerne ein Abo auf meinem Kanal da. Würde mich sehr darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder und wünsche dir noch einen schönen Tag und eine Menge Spaß in Sons of the Forest. Bis dahin, euer Mottenmann. Tschüss.